Herzlich willkommen zum Medienimpuls. Mein Name ist Christine Watti. Ich arbeite, wenn ich nicht auf solchen Bühnen stehe, üblicherweise für Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich, dass Sie heute alle hier sind. Empörung ist die große Überschrift dieses Nachmittags heute. Das heißt, wenn Sie irgendwie aufgestanden sind heute Morgen und dachten, boah, der Tag nervt, alles nervt, ich bin einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden, mir sind diverse Läuse über die Leber gelaufen, dann sind Sie hier ganz genau richtig. Herzlich willkommen. Sie können hier auf jeden Fall Ihrer Wut wirklich freien Lauf lassen. Für uns ist nur wichtig, dass Sie das nicht versuchen, in irgendeinem nervigen, konstruktiven Dialog, vielleicht mit den Vortragenden oder mit mir oder so, sondern wir wollen, dass Sie dann auch Ihre Empörung direkt in dieses Internet reinschreiben. Für Empörung im Internet gibt es so ein paar Regeln, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass Ihnen da zu viel Meinungsvielfalt herrscht. Da haben Sie ganz, ganz selber in der Hand, wie sehr Sie vielleicht dieses konstruktive Ding durchbrechen können mit einer ganz klaren Positionierung in Ja, Nein, richtig, falsch, schwarz oder weiß. Und wenn Sie merken, Ihre Meinung über ein Thema des heutigen Nachmittags, über einen Gesprächsgast, kommt vielleicht nicht so richtig gut an, dann gibt es noch diese kleine Volte, dass man einfach dann die Debatte vertuscht und auf eine andere Baustelle schiebt. Wenn Ihnen zum Beispiel unsere Vortragenden nicht gefallen und Sie merken, Sie kommen mit dieser Meinung im Internet nicht so richtig durch in den sozialen Medien, dann lenken Sie einfach ab auf eine andere Baustellendebatte. Weiß ich nicht, Merkel, Seehofer, Klimawandel, immer hat alles was mit allem zu tun. Deswegen ist es auch so leicht, sich im Internet so richtig zu empören. Und wenn Sie all das einhalten, dann schaffen wir es vielleicht, so eine kleine Live-Empörung hier entstehen zu lassen, an der wir uns dann abarbeiten können. Ein Vorschlag für die nächsten Stunden. Der andere wäre, falls Sie doch an Inhalt interessiert sein sollten, der stört natürlich manchmal Fakten, bläh, vor allem wenn man irgendwie so gerade in der Empörungsschleife ist, dann hätten wir natürlich auch was für Sie, da müssen Sie sich nicht ganz so aufregen. Dann haben wir so ein paar schöne Vorträge, die uns nämlich helfen, zum Beispiel innerhalb eines begrifflichen Leitfadens einfach mal die ganzen Stichworte auseinanderzuhalten. Empörung, Moral, Skandal, was gehört eigentlich wohin, wie wurde alles, was es ist. Und wir hören, wie Skandale in den Medien entstehen, wie sie fortwirken und wir nähern uns dem Begriff der Helikoptermoral. Und wir werden vor allem hoffentlich am Ende auf die Antwort vielleicht auf die Frage kommen, was bedeutet all das für unsere Debattenkulturen? Ist sie eigentlich noch zu retten oder ist sie inzwischen schon kaputt und ist nur dieses Internet dran schuld? Ich freue mich dazu auf Arndt Pollmann, auf André Haller, Bernhard Pörksen und Wolfgang Schmidbauer. Arndt, André, Bernhard, Wolfgang, ist nicht euer Ernst, oder? Sind nur Männer. Das ist natürlich ungünstig, gerade an so einem schönen Empörungsnachmittag. Bin ich also die einzige Frau und noch dazu die Moderatorin. Hashtag die Moderatorin ist jetzt latent aggressiv. Das wird sich auch durchziehen durch die nächsten Stunden. Und wir werden das auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Und in Klammern sei gesagt, die Veranstalterin hat sich sehr viel Mühe gegeben, Frauen auf dieses Podium zu bekommen. Das hat aus verschiedenen organisatorischen Dingen jetzt nicht geklappt. Ich bin natürlich trotzdem sauer, damit das gleich mal klar ist. Und direkt auf mich antworten kann ein Mann. Ich übergebe wirklich gerne an Hajo von Gottberg, das ist der Geschäftsführer der FSF, der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, und wünsche uns allen einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Sehr herzlich hier begrüßen. Medienimpuls. Seit einigen Jahren gibt es sie, seit, glaube ich, inzwischen 12 oder 13 Jahren. Dies wird meine letzte Veranstaltung als Geschäftsführer der FSF sein. In der Begrüßung, ab Januar, die meisten wissen es, gebe ich die Geschäftsführung an meine Kollegin Claudia Miekert. Die wird das dann im nächsten Jahr hier weitermachen. Das wird bestimmt genauso schön sein wie bisher. Aber ich wollte es schon mal ankündigen, nicht wundern, das nächste Mal, wenn ich nicht da bin, bin ich nicht krank, sondern habe einfach einen anderen Job. Ja. Es geht heute um das Thema Medien und Empörung. Ich möchte nur ganz kurz sagen, warum wir uns das Thema überlegt haben. Medien haben ja eigentlich zwei Ebenen der Empörung. Nämlich zum einen, sie sind selber Gegenstand von Empörung. Wenn sie beispielsweise über Dinge berichten in einer Art und Weise, die furchtbar brutal sind, die wie bei Big Brother gegen die Menschenwürde möglicherweise verstoßen. Alle kennen das, glaube ich. Der Film Die Sünderin beispielsweise, ein Film von 1951, hat unglaubliche Empörungen hervorgerufen. Damals war es so, dass die katholischen Pfarrer im Emsland
Filmbesucher daran gehindert haben, in diesen Film hineinzugehen mit Gewalt. Also das war schon ein starkes Stück. Ja, also eine Riesenform von Empörung. Der erste Film, über den man sich so richtig empörte, das war 1919. Es war der Film Anders als die anderen. Ein Film, der sich bewusst einsetzte für die Straffreiheit von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, damals vor allen Dingen Homosexualität. Dieser Film hat damals konservative Kreise derartig empört, dass sie gedacht haben, jetzt geht wirklich die Moral den Bach runter. Ja? Und man hat daraufhin das erste Jugendschutzgesetz geschaffen, das Reichslichtspielgesetz. Ja? Und dieses Reichslichtspielgesetz war im Grunde die Grundlage für das, was wir heute noch im Wesentlichen an Jugendschutzbestimmungen haben. Heute natürlich sehr viel liberaler. Interessant ist eben auch, dass wenn wir nach 100 Jahren zurückgucken auf den Film Anders als die anderen, dann würden wir heute genau das Gegenteil als empörend verstehen, nämlich wenn in einem Film beispielsweise gleichgeschlechtliche Beziehungen diskriminiert würden. Das zeigt, Empörung ist nichts Statisches, Empörung ist nichts Rationales. Empörung ist im Grunde eine emotionale Reaktion auf einen gefühlten wichtigen Wert oder auf einen gefühlten wichtigen Normverstoß. Ja, es geht hier, glaube ich, um den Ausdruck von Gefühlen. Das werden wir sicherlich im Laufe des Nachmittags noch genauer betrachten. Und das ist im Grunde nicht planbar. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Berührungspunkt der Medien mit Empörung, und der ist vielleicht sogar qualitativ noch stärker. Da geht es nämlich darum, dass die Medien über etwas berichten. Und das, worüber sie berichten, empört Menschen. Ja, und was das ist, nur ein Beispiel, Seehofer geht immer. Ja. Sie erinnern sich an den schönen Fall von Hans-Georg Maaßen, der offensichtlich unfähig war, sein Amt auszuführen. Und dann, weil die Koalitionsparteien sich darauf geeinigt hatten, wurde er zwar entlassen, aber er hatte dann einen Job im Innenministerium und sollte 2.500 Euro mehr bekommen. Als ich das gehört habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, war mir vom Gefühl her sofort klar, das wird nicht das letzte Wort sein, das ist völlig unmöglich, sowas geht nicht. Da werden sich die Leute alle drüber aufregen und die Parteien werden keine Chancen mehr haben und deshalb wird sich das ändern. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Was mich wundert, dass bei den Koalitionsparteien, das sind ja Politprofis, die Sensibilität nicht dafür da war, das zu ahnen. Wie kommt das? Ja, das ist eine spannende Frage und in vielen Dingen sehen wir eben auch, dass Empörung etwas ist, was man nicht planen kann. Es gibt viele Dinge, da hätten wir alle gedacht, das muss eine wahnsinnige Empörung geben, das geht so nicht. Wenn Sie daran denken, beispielsweise als Horst Seehofer, ich sage ja, Seehofer geht immer, jetzt mal aus einer anderen Perspektive, 2007 wollte er Parteichef der CSU werden und gerade zu dem Augenblick, das war sicherlich kein Zufall, kam heraus, dass er in Berlin von einer Geliebten ein uneheliches Kind bekam und jeder hat gedacht, oh Gott, ja, wie kann man mit einer solchen Nachricht Parteichef einer Partei werden mit einem konservativen Familienbild? Jeder hat gesagt, das kann gar nicht gehen. Ja, und dann ist das doch geworden. Ja, ein bisschen später, aber er ist es geworden. Das heißt, es geht doch. Und das zeigt eben, dass Medien manchmal die Empörung, die sie hervorrufen, überschätzen. Das war in diesem Fall, glaube ich, so. Und das zeigt eben auch, dass wir nie so genau wissen, welche Emotionen verstoßen, gegen welche Emotionen oder gegen welche Werte verstoßen werden muss, um eine entsprechende Empörung herzustellen. Und aber eins ist entscheidend, die Empörung, die ein Skandal oder ein Normverstoß letztlich zur Folge hat, ist eigentlich für die gesellschaftliche Bewegung von Werten wahrscheinlich wichtiger als der Skandal selber. Das sind die Fragen, die wir heute behandeln wollen. Es ist uns leider nicht gelungen, zu diesem Thema eine weibliche Referentin zu bekommen. Nicht, weil es sie nicht gibt, sondern die haben dummerweise aus Zeitgründen alle absagen müssen. Aber ich verspreche Ihnen, wir hatten und wir werden auch in Zukunft haben, sicherlich auch einen Medienimpuls. Da gibt es nur weibliche Referentin. Ja, und ich bin dann ja auch nicht mehr Geschäftsführer. Das heißt auch, die Begrüßung wird von einer Dame gemacht. Also alles gut. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine schöne Veranstaltung. Ist auch interessant, oder? Das wäre auch vor einiger Zeit nicht passiert, dass eh so ein Scherz der Moderatorin dann sich sofort wiederfindet in der Begrüßung des Geschäftsführers und man tatsächlich so, nee, super, dass man so drauf nochmal hinweist, wie da der Hintergrund ist.
Können wir nachher nochmal bestimmt auch nochmal aufgreifen tatsächlich. Wir beginnen jetzt mit diesem Inhalt. Wichtig, wie gesagt, wenn man Empörungswellen haben will, braucht man davon nicht so viel. Wir wollen aber vielleicht doch ein bisschen hier reintun in diese Veranstaltung. Außer Sie hören gleich nach der Überschrift schon nicht mehr zu. Das ist ja auch so ein Phänomen, was auftaucht, dass man einfach nur liest, was oben drüber steht und dann denkt, ach, das nervt jetzt schon. Aber in diesem Fall lohnt sich auf jeden Fall zuhören. Und ich begrüße Arndt Pollmann. Der ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule. Er hilft uns mit dem Begriff in der Debatte weiter, von der Moral der Empörung zum Moralismus des Skandals, ein Leitfaden. Bitte schön, gutes Zuhören und gutes Vortragen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, ich freue mich über die Einladung, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich persönlich habe ein eher gespaltenes, ambivalentes Verhältnis zur Empörung. Einerseits geht sie mir ungeheuer auf die Nerven. Also überall, wo man hinguckt heute, Aufregung, Entrüstung, hysterische Erregung und vor allen Dingen sehr viel Selbstgerechtigkeit in allen möglichen politischen Lagern. Andererseits ist die Empörung aus philosophischer Sicht ein interessantes Phänomen, schon deshalb, weil das Wort Empörung so ein schönes, trotz des altmodischen Beiklangs, so ein schönes Wort ist, über das ich zunächst ein wenig sprechen möchte. Empörung, das klingt zunächst eben ein bisschen altbacken. Man sieht vor dem inneren Auge vielleicht eine ältere Gräfin, die zum Tee geladen hat, den Finger gespreizt, indigniert, echauffiert sie sich über die Jugend von heute, zeigt sich empört. Aber lassen wir uns das Wort Empörung ein wenig auf der Zunge zergehen. Dann wird klar, dass eine Person, die sich empört, emporstreckt. Sie streckt sich empor, sie drückt das Rückgrat durch, nimmt eine stolze Haltung an, wirkt plötzlich schon physiognomisch betrachtet aufrecht, besteht auf ihre Rechte oder auch auf die Rechte ihrer Mitmenschen. Stand up for your rights im Englischen. Oder in den spanischen Unruhen von 2011, 2012 nannte sich eine politische Gruppierung empörter Jugendlicher Indignados. Auch im Deutschen gibt es die Wendung indigniert sein, auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Darin steckt offenkundig das lateinische Wort dignitas. Das ist die Würde. Wer sich also streckend empört, sieht die eigene Würde oder die eines anderen Menschen in Gefahr, verletzt. Und diese, wenn man so will, vertikale Streckung dient offenbar auch schon in physischer Hinsicht einer Rückgewinnung jener Würde, die wir dem Menschen seit jeher auch aufgrund seines aufrechten Gangs zuerkennen. Aber wie schon gesagt, und auch schon angedeutet, man braucht nur das Fernsehen einzuschalten, man braucht nur Zeitung zu lesen oder sich ein wenig in den Kommentarspalten einschlägiger Leitmedien im Internet umzuschauen. Ständig herrscht Empörung, überall Entrüstung, überall werden, um im Bild zu bleiben, aus Mücken Elefanten gemacht. Manchmal erscheint diese moralische Entrüstung zwar sachlich begründet, wie etwa im Fall, schon erwähnten Fall, eines zuerst zur Entlassung, dann aber zur Beförderung vorgesehenen Verfassungsschutzpräsidenten, dem ersichtlich, das haben die letzten Tage gezeigt, das Realitätsbewusstsein abhanden gekommen ist. Also wer in der SPD linksradikale Kräfte vermutet, wird sagen, mehr Realitätsverirrung geht eigentlich nicht. Trotzdem wird man sich fragen dürfen, gibt es irgendwie nichts Wichtigeres zu tun, als sich wochenlang über dieses Thema aufzuregen? Kann man sich über diese teilweise maßlose Empörung nicht langsam, wenn man so will, ihrerseits meta-empören sozusagen? Noch viel berechtigter erscheint diese Frage zum Beispiel immer dann, wenn die moralische Empörung nicht einmal sachlich begründet erscheint. Nehmen wir den Fall Suosan Chebli, die auf einem Foto von 2014 eine Rolex-Uhr trägt. Sie werden die Diskussion mitbekommen haben. Sicher, sofort werden einige auch von Ihnen vermutlich zurückfragen, wie bitte, diese Empörung soll nicht berechtigt gewesen sein? Und ich komme in Kürze auf diese Frage zurück. Trotzdem werden wir uns wohl rasch darauf einigen können, viel zu oft schlägt heute eine mal berechtigte, mal von Beginn an unberechtigt erscheinende Empörung über unmoralisches Fehlverhalten in eine, wie ich es nennen würde, moralistische, übertriebene Skandalisierung der betreffenden Sachverhalte um. Und ich wurde jetzt von den Veranstalterinnen und Veranstaltern gebeten, aus philosophischer Sicht ein paar Worte zu den hier uns vor allem beschäftigenden Grundbegriffen zu sagen, Empörung, Moral, Moralismus und Skandal. Zum ambivalenten Begriff der Empörung habe ich ja nun schon ein wenig gesagt. Ich fahre damit gleich fort und will nur auf dem Wege einer kurzen Grafik andeuten,
wie es normalerweise verlaufen sollte. Also nehmen wir mal an, es gibt so etwas wie ein wachsendes Ausmaß von moralischen Verfehlungen und entsprechend auch so etwas wie ein wachsendes Ausmaß von öffentlicher Erregung. Da würde man normalerweise sagen, dass sich diese beiden Größen in einer gewissen Proportion oder Proportionalität zueinander verhalten sollten. Also kleinere Vergehen sollten auch für möglichst wenig öffentliche Erregung sorgen, mittlere für mittelgroße und vielleicht schwere Vergehen für erhebliche öffentliche Erregung. Bei den uns hier interessierenden Phänomenen ist etwas anderes der Fall. Hier durch ein rotes Kreuz markiert. Vergleichsweise geringfügige moralische Vergehen werden ungeheuer aufgebauscht und auf übertriebene Maße der öffentlichen Erregung zugeführt. Es gibt auch das gegenteilige Phänomen, darüber werde ich aber jetzt aus Zeitgründen leider nicht sprechen können, dass schwere Vergehen sozusagen bagatellisiert oder unter den Tisch gekehrt werden, nur um ihn anzudeuten. Mögliche Missverhältnisse von moralischen Verfehlungen und öffentlichen Erregungen oder Empörungen. Zum Begriff der Empörung, wie gesagt, habe ich schon ein wenig gesagt. Zu ergänzen wäre vielleicht, dass sich zu den schon erwähnten Ambivalenzen der Empörung, dass sie mal unsympathisch, mal sympathisch erscheint, mal berechtigt, mal eher unberechtigt, mal maßvoll, mal völlig übertrieben, noch eine weitere wichtige Ambivalenz hinzugesellt. Zum einen nämlich sind öffentliche Prozesse kollektiver Empörung immer auch, wenn man so will, wertvolle Medien einer gemeinsamen, kollektiven Selbstvergewisserung über die Grenzen dessen, was wir moralisch tolerieren wollen. Der kollektive Stress, unter den sich eine über Skandale streitende Öffentlichkeit setzt, dient immer auch der ethisch-moralischen Selbstvergewisserung und damit dem normativen Zusammenhalt der Gesellschaft. Das erscheint mir wichtig. Zugleich aber wird eben diese Gesellschaft durch öffentliche Skandale auch desintegriert oder gar innerlich zerrissen. Und zwar nicht zuletzt dadurch, dass in der Empörung oft auch ein bitterer Voyeurismus gepaart mit Schadenfreude zum Ausdruck kommt, der das Zusammenleben zersetzt. Die Empörung über moralische Vergehen ist oft auch eine libidonöse Erregung, eine, wie es im Strafgesetzbuch so schön heißt, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Oder anders gesagt, empörende Verstöße gegen die Moral haben etwas Abstoßendes und etwas Lustvolles zugleich. Das sorgt für Integration, aber auch für Desintegration, womit sozusagen im Zusammenhang der Moral, womit wir eben beim Wesen der Moral wären. Wenn wir uns zunächst fragen, wie der Begriff so im Alltag verwendet wird, dann stellt man sehr schnell fest, so selbstverständlich wie völlig uneinheitlich. Ich meine hier nicht einmal den Streit um inhaltlich konkrete moralische Fragen oder Probleme. Darf man wirklich niemals lügen? Darf man abtreiben? Sollten wir weniger Plastik kaufen? Müssen wir die Armut in der Welt bekämpfen und so weiter? In all diesen inhaltlichen moralischen Fragen gibt es natürlich massenhaft Dissens. Aber bei genauem Hinsehen ist schon das Wesen der Moral als solcher umstritten und damit die Frage, wozu haben oder brauchen wir die Moral eigentlich? Brauchen wir sie überhaupt? Wofür ist sie gut? Zwar scheint der etymologische Hinweis irgendwie förderlich, dass das aus dem Lateinischen stammt, mos moris, das sind die Sitten des gemeinsamen Miteinanders, also die sogenannten guten Sitten. Doch ist nicht nur der konkrete Inhalt der Moral und dieser guten Sitten umstritten, sondern auch schon ihr gesellschaftlicher Sinn, ihr gesellschaftliche Funktion. Und lassen Sie mich vielleicht beispielhaft 4 Problemkomplexe dieser eher grundsätzlichen Streitigkeiten skizzieren, die mit dem Thema was zu tun zu haben scheinen. Gibt es tatsächlich, Fragekomplex 1, nur die eine Moral? Oder existiert diese Moral von Beginn an nur im Plural? Tatsächlich behaupten die einen, nehmen wir mal Immanuel Kant, dass es bei der Moral schlicht um das geht, was der Mensch als Vernunftwesen seinesgleichen nicht antun darf, egal ob hier oder anderswo auf dieser Welt. Gegen diese Auffassung tragen viele Kritiker und Kritikerinnen einer solchen universell konzipierten Moralvorstellung mit Friedrich Nietzsche etwa die These vor, andere Länder, andere Sitten oder auch andere Kulturen, andere Moralvorstellungen. Und am Ende gilt vielleicht sogar das, was viele Studierende in meinen Ethikseminaren zu Beginn dieser Seminare immer gern trotzig behaupten, die Überzeugung, es gebe sowas wie die Moral, das ist doch nur ein Instrument zur Unterdrückung abweichenden Verhaltens. Stattdessen
hat jeder oder jede von uns seine bzw. ihre ganz eigene Moral. Moral existiert nur im Plural, das heißt als Pluralität oder eben Vielfalt von unterschiedlichen Moralen im Plural oder Moralitäten. Problem 2. Eng verknüpft mit dieser Frage, gibt es die Moral, ist die Frage, ob es so etwas wie moralische Wahrheit gibt. Gibt es Dinge oder sagen wir, Handlungen des Menschen, die moralisch schlechthin richtig oder falsch sind, weil die Welt nun einmal so ist, wie sie ist, wenn man so will? Oder ist die Moral per se eine subjektive Ansichtssache? Dies würde bedeuten, dass es tatsächlich keine moralischen Gewissheiten im engeren, objektiven Sinn geben kann, sondern allenfalls unterschiedliche Konstruktionen von Moral, Konstruktionen, die eine Person so, eine andere anders für sich in Anspruch nehmen mag. Tatsächlich hängt an dieser kniffligen Frage sehr, sehr viel, philosophisch gesehen jedenfalls sehr viel, denn nur wenn es eine moralische Objektivität oder so etwas wie eine moralische Wahrheit gibt, können wir uns sinnvoll über das moralisch Richtige oder Falsche streiten. Ist die Wahrheit der Moral hingegen eine Ansichtssache oder vielleicht sogar, um es zu pointieren, eine Geschmacksfrage, so würden sich ergeben die gleichen Probleme wie bei ästhetischen Diskursen auch, etwa über Gemälde, Filme, Romane oder das Essen. Über Geschmack, so sagt der Volksmund, lässt sich bekanntlich nicht streiten, eben weil es keine Wahrheit in Geschmacksfragen gibt. Betrifft das auch die Moral? Eine dritte und sehr wichtige Frage für den Diskurs, den wir hier heute führen, ist die nach der Grenze zwischen der Moral bzw. der Unmoral im engeren Sinn und Phänomenen, die ich Phänomene schlechten Stils nenne. Nehmen wir den schon erwähnten Pseudoskandal um Source von Chebli, also um diese Rolex-Uhr. Die Frage, ob es tatsächlich unmoralisch ist, als SPD-Frau eine Rolex zu tragen, ob sie das also darf, ist ersichtlich eine ganz andere Frage als die, ob sie es vielleicht dennoch nicht tun sollte, obwohl sie es darf. Weil es ganz einfach schlechter Stil ist, als eine Vertreterin einer Partei, die für die sogenannten kleinen Leute da sein will, mit Insignien des Neureichen zu protzen. Egal wie man sich hier entscheidet, dass es eine solche Grenze gibt zwischen Unmoral und schlechtem Stil, scheint für mich selbstverständlich und aus historischer Sicht auch bedeutsam, weil diese Grenze zwischen Moral und schlechtem Stil offenbar auch einem kulturellen und historischen Wandel unterliegt. Früher galt es vielleicht sogar als unmoralisch, wenn ein Mann einer Frau im Restaurant nicht die Tür aufhielt. Heute empfindet man das allenfalls noch, wenn überhaupt, als unhöflich. Ist es unmoralisch oder nur unhöflich, ältere Menschen einfach zu duzen? Oder in völlig unpassenden Klamotten zur Arbeit zu gehen? Unmoral oder schlechter Stil? Darüber kann man auch historisch verschiedener Meinung sein. Vierter Frage oder Problemkomplex. Umstritten ist auch, wie groß der Kreis jener ist, denen wir überhaupt moralische Rücksicht schulden. Es gibt in dieser Frage zwar einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde, aber umstritten ist zum Beispiel, ob wir als moralische Pflichtenträger oder Verantwortungsträger, wie wir sagen, auch am Ende uns selbst gegenüber moralische Pflichten haben. Wenn wir uns zum Beispiel, sagen wir mal, rauchend oder saufend die Gesundheit ruinieren, ist das unmoralisch im engeren Sinn oder einfach nur doof? Das ist eine wirklich wichtige Frage, die von unterschiedlichen Moralphilosophinnen und Philosophen auch unterschiedlich beantwortet werden. Oder nehmen wir unser Verhältnis zu Tieren. Haben wir moralische Pflichten nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber anderen Tieren? Und wenn ja, welchen? Bloß Wirbeltieren gegenüber, zum Beispiel Elefanten? Oder auch gegenüber Mücken? Haben wir am Ende ohnehin nicht bloß gegenüber tierischem Leben Pflichten, sondern auch gegenüber Pflanzen, Flüssen, Bergen, Landschaften oder sogar Dingen gegenüber? Ist es vielleicht sogar unmoralisch, ein Kunstwerk zu schreddern? Oder es mit einem Messer zu zerschneiden? Ich hatte es schon angedeutet, trotz all dieser Unklarheiten gibt es dennoch so etwas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner vieler Moralvorstellungen. Ich habe mich mal bemüht, sozusagen das alles runterzukochen und auf so eine Art Bestimmung von Moral zu bekommen, die die allermeisten, die über Moral nachdenken, vielleicht dann teilen werden. Nämlich die Auffassung, dass es in der Moral zumindest darum geht, vielleicht auch noch um mehr, Handlungen zu vermeiden, die, wie ich es nennen möchte, geeignet sind, anderen
ob nur Menschen oder nicht, darüber kann man streiten, einen aus deren Sicht ungewollten und unverschuldeten Schaden zuzufügen. Zu dieser Definition müsste man jetzt sehr, sehr viel sagen. Vielleicht nur zwei Hinweise. Warum geeignet? Es ist nicht immer nur so, dass eine Handlung unmoralisch ist, wenn die Handlung erfolgreich in dem Sinne ist, dass sie anderen einen Schaden zufügt. Das Strafgesetzbuch sagt manchmal schon, der Versuch ist strafbar. Also manchmal stellen sich beim Schießen auf Leute, auf andere Menschen so dusselig an, dass sie vorbeischießen. Nur weil sie die Person dann nicht, de facto nicht getötet haben, heißt es nicht, dass es nicht doch unmoralisch war, abzudrücken und den Versuch zu unternehmen. Deswegen muss die Handlung nicht unbedingt erfolgreich sein, aber sie muss irgendwie geeignet sein, den Erfolg unter normalen Umständen herbeizuführen. Und es ist auch so, das lässt sich dann zeigen, dass wir manchmal gar nicht anders können, als anderen Personen zu schaden, sei es, weil diese Personen um diese Schädigung explizit gebeten haben. Zum Beispiel, wenn sie zum Zahnarzt gehen oder in ein Tätowierstudio oder zum Piercen. Ja? Dann bitten sie gewissermaßen um etwas, was unter anderen Umständen als Körperverletzung geahndet werden würde. Und das macht aus einer Schädigung, die vermeintlich unmoralisch ist, eine mit Zustimmung vollzogene Schädigung. Und Ähnliches gilt auch für das unverschuldet. Manchmal fahren Sie Auto, Sie achten auf alles und trotzdem läuft Ihnen jemand vor das Auto. Und in dem Moment haben Sie mit dem Autofahren eine Handlung vollzogen, weil Sie dieser Person ja gar nicht schaden wollten. Die Person gewissermaßen die eigene Schädigung verschuldet hat, die Sie deshalb von Schuld freispricht. Das nur so als skizzenhafte Anmerkungen zu dieser Definition. Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, dass es eine dreifache Unterscheidung von Handlungen aus Sicht der Moral gibt. Es gibt Handlungen, die explizit verboten sind, nämlich solche, mit denen die geeignet sind, anderen einen Schaden zuzuführen. Alles, was nicht verboten ist, scheint zunächst einmal erlaubt zu sein. Und darüber hinaus gibt es manchmal sogar Handlungen, von denen wir sagen, die sind nicht nur erlaubt, die sind sogar geboten. Und in der Regel sind Streitigkeiten über die Moral Streitigkeiten um eben diese Frage, wann eine Handlung verboten, erlaubt oder auch geboten ist. Das ist es, worüber in moralischen Auseinandersetzungen gestritten wird. Und sieht jemand die Moral verletzt, so ist die entsprechende Empörung bisweilen groß oder auch sehr groß. Und damit komme ich zu dem aus meiner Sicht zentralen Problem auch unserer heutigen Veranstaltung, und zwar zu dem, sagen wir so, Umschlag von berechtigter Empörung über unmoralisches Verhalten in das, was man moralistische Skandalisierung nennen kann. Der Vorwurf, jemand tue etwas Unmoralisches, mag sehr häufig berechtigt sein, und trotzdem kommt es natürlich immer so auch auf die Performance an. Ja? Also wie man, diesen Vorwurf vorträgt und in welcher Heftigkeit oder in welcher Sittenstrenge und ob mit erhobenem Zeigefinger oder freundlich und eher beiläufig. Zunächst zum Begriff Moralismus. Der Vorwurf, dass jemand moralisiert, ein Mensch moralisiere, wird für gewöhnlich dann erhoben, wenn die moralische Kritik übertrieben wird. Ich glaube, das ist wichtig auch für Skandalisierungen, dass es hier zwei sehr verschiedene Phänomene von übertriebener Moralkritik gibt, die man auseinanderhalten muss und die, wenn man so will, zwei rhetorische Werkzeuge, zwei unterschiedliche rhetorische Strategien der Moralisierung darstellen. Ich nenne die erste Strategie die Strategie der Übergriffigkeit. Diese Strategie liegt dann vor, wenn jemand eine Handlung oder auch ein Verhalten als unmoralisch brandmarkt, obwohl diese Handlung nach gängiger Auffassung überhaupt gar nicht in den Bereich der Moral und damit auch des moralisch Fragwürdigen fällt. Dies betrifft zum Beispiel die schon erwähnte Stilfrage des Zuschautragens einer Rolex-Uhr. Aber etwa auch andere Outfit-Fragen oder auch sexuelle Präferenzen. Wer etwa die sogenannten kurzen Röcke oder auch Bekenntnisse zur Homosexualität in den Bereich der Unmoral, wenn man so will, zieht, obwohl diese Dinge dort, zumindest nach heutiger Auffassung, eigentlich gar nichts mehr zu suchen haben, moralisiert diese Dinge auf unangemessene und eben übergriffige Weise. Bei dieser Strategie der moralistischen Übergriffigkeit handelt es sich also um eine Art gezielten Kategorienfehler. Es wird etwas als unmoralisch bezeichnet, was eigentlich gar nicht in den Bereich der Moral gehört oder auch nach gängiger Auffassung gehören sollte. Erste Strategie. Zweite, die noch häufiger oft anzutreffende Strategie des Aufbauschens.
Bei dieser Strategie kritisiert man Handlungen, die zwar tatsächlich irgendwie moralisch problematisch oder zumindest diskussionswürdig erscheinen, aber man übertreibt maßlos deren Bedeutung oder auch Schweregrad. Eine kleine Notlüge unter Freunden wird zu einem fatalen Vertrauensbruch hochstilisiert. Eine blöde Anmache wird mit strafbaren Akten sexueller Gewalt gleichgesetzt. Die Entfernung eines Gedichts von der Außenwand einer Hochschule wird mit Methoden des Nazi-Terrors verglichen. Dies sind keine Kategorienfehler, wohl aber gezielte, würde ich sagen, Messfehler. Dass es unangemessen erscheint, die fragliche Handlung zu moralisieren, liegt jetzt hier in diesem Fall nicht daran, dass man sie nicht als moralisch problematisch auffassen sollte, sondern vielmehr daran, dass es gute Gründe dafür gibt, warum man sie zumindest nicht als derart moralisch problematisch auffassen sollte, wie die, die diese Vorwürfe vortragen, es gerne hätten. Diese beiden Strategien des Moralismus, der vorsätzliche Kategorienfehler, der Übergriffigkeit, wie ich es nenne, und der meist ebenso vorsätzliche Messfehler des Aufbauschens, sind die beiden wichtigsten Strategien, wie man moralische Empörung gezielt in einen handfesten Skandal transformieren kann. Um freilich von einem Skandal sprechen zu können, muss irgendein Fehlverhalten identifiziert und enthüllt werden, das irgendwie auch dazu taugt, entweder auf übergriffige oder auf aufbauschende Weise moralisiert zu werden. Der Begriff des Skandals geht ja bekanntlich auf das altgriechische Skandalon für Anstoß oder Ärgernis zurück, und oftmals erscheint es ja völlig angebracht, irgendetwas anstößig zu finden oder sich zu ärgern über irgendetwas und vielleicht die Sache auch ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Wer aber ein Sachverhalt oder auch ein Fehlverhalten skandalisiert, so jedenfalls würde ich den Begriff gebrauchen, übertreibt es mit diesem Anprangern auf moralistische Weise. Entweder eben durch Übergriffigkeit oder aber durch Aufbauschen. Wer etwas auf moralistische Weise skandalisiert, verbreitet, wenn man so will, die Botschaft, dass die Öffentlichkeit etwas als moralisch ärgerlich und anstößig empfinden sollte, was entweder überhaupt gar nicht moralisch anstößig ist oder aber zumindest doch nicht so anstößig, wie die skandalisierende Person es gerne hätte. Bevor ich jetzt gleich, meine Zeit nähert sich dem Ende entgegen, eine Art Zeitdiagnose zu skizzieren versuche, hier vielleicht noch ein Beispiel für diesen Zusammenhang. Die Umgestaltung der Fassade meiner Hochschule, bei der ich zwar zum Zeitpunkt, als die Diskussion aufkam, noch nicht arbeitete, Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf, aber seit April für Sozialphilosophie und Ethik zuständig bin. Sie werden vermutlich alle von dieser Diskussion gehört haben, und vielleicht geht es Ihnen wie mir. Es fällt mir persönlich immer sehr schwer, auch wenn man so will, metakritische Weise über diesen Streit zu sprechen, ohne nicht zugleich auch innerhalb dieses Streites irgendwie Position zu beziehen. Hier zeigt sich einmal mehr eine beunruhigende Wahrheit von Skandalen. Also wenn irgendetwas erst einmal erfolgreich skandalisiert worden ist, dann lässt es einen auch, oder die Aufregung darüber, kaum noch kalt. Man hat immer das Gefühl, das kann ich denen nicht durchgehen lassen, ich muss jetzt auch was dazu sagen. Ja? Selbst wenn man vielleicht ursprünglich der Auffassung gewesen sein mag, dass das eine unnötige Skandalisierung war. Gut, meine Damen und Herren, was war geschehen? Nur für die, die das vielleicht schon wieder vergessen haben. Nach einem langen und unter demokratischen Gesichtspunkten überhaupt gar nicht, wie mir scheint, zu beanstandenden Diskussionsprozess innerhalb der Hochschule um die Entfernung eben eines Gedichts, das vielen Angehörigen der Hochschule bei genauerem Hinsehen als in geschlechtsspezifischer Hinsicht irgendwie altmodisch anmutete, fasste die Hochschulleitung den Beschluss, das Gedicht durch eine alternative Fassadengestaltung zu ersetzen. Von diesem Vorhaben erfuhr dann die breitere Öffentlichkeit, indem geradezu sämtliche Medien darüber zu berichten begannen. In wenigen Tagen war das Diskursklima auf geradezu hysterische Weise aufgeladen. Studentischer Irrsinn, Genderwahn, Angriff auf die Kunstfreiheit, Bücherverbrennung, Nazi-Methoden, nur um ein paar Stichworte der Diskussion zu nennen. Es war im Übrigen, ich will darauf einfach nochmal hinweisen, vor allem die sogenannte rechte Springerpresse, die hier einmal mehr auf die Studierenden und das Prinzip hochschulpolitischer Selbstbestimmung einschlug.
da sich der Skandal genau zum 50. Jubiläum der studentischen Revolte von 1968 ereignete, konnte ich es persönlich überhaupt gar nicht fassen. Auch 2018 noch reagieren Bild-Zeitung und die Welt auf moralistische Weise hysterisch auf Akte studentischer Emanzipation, indem sie sich, nämlich Bild-Zeitung und die Welt, als die letzten Verteidiger der Kunstfreiheit und mithin eines zeitgemäßen Geschlechterverhältnisses gerierten. Zugleich aber, das darf nicht verschwiegen werden, führte diese rechte Empörung, und das tut sie fast immer, und zwar geradezu reflexartig, auf gegenüberliegender Seite, im, wenn man so will, empörten linken Lager, dann auch zur entsprechenden Gegenreaktion. Einem Lager, deren Protagonisten in Politik und Medien auf gelegentlich ebenso hysterische Weise ständig die Freiheit und die Demokratie der Aufklärung bedroht sehen. Strategien moralistischer Skandalisierung sind wahrlich, nur um nicht missverstanden zu werden, keine Spezialität der Rechten. Auch im linken oder gegenüberliegenden Lager ist der Hang zum Moralismus sehr, sehr weit verbreitet. Und damit komme ich abschließend zu einer Art Zeitdiagnose. Die Frontstellung in der Fassadenfrage ist typisch oder bezeichnend für ein diskursives Reizklima, in dem sich immer häufiger zwei überaus destruktive Kräfte gegenüberstehen. Auf der einen Seite, ich sage, beginnen mal mit der Linken, haben wir es mit einer Art Diskurspolizei zu tun, die moralinsauer auf der Suche nach jeder noch so kleinen diskursiven Verfehlung ist. Stichwort Political Correctness. Auf der anderen Seite agiert, so würde ich es nennen, eine rechte Diskursguerilla, die sich durch diese diskurspolizeilichen Drohungen linker Provenienz zu immer neuen Grobheiten provoziert fühlt. Damit ist das öffentliche Gesprächsklima längst beidseitig neurotisch aufgeladen. Rechthaberische Reaktionen auf der einen Seite lösen ebenso zwanghafte Überreaktionen auf der anderen Seite aus und umgekehrt. Die mediale Öffentlichkeit ist insofern schwer beschädigt oder, wenn man so will, kaputt, als das Gesprächsklima längst beidseitig und zwar zwangsneurotisch und hysterisch schwer gestört ist. Mit Peter Sloterdijk etwa lässt sich dies in biologischer Metaphorik auch so ausdrücken: Beide Lager sind diskursiv immungestört. Zwanghaft selbstgerechte Reaktionen und Skandalisierung auf der einen Seite lösen unmittelbar zwanghafte Überreaktionen und Skandalisierung auf der anderen Seite aus. Aber beide Seiten stoßen sich nicht etwa ab, darauf kommt es an, sondern sie ziehen sich also magisch, symbiotisch an und verstricken sich so unwiderruflich in einen wortgewaltigen Exzess, in eine eben Symbiose des rechthaberischen Krawalls. Man braucht hier nur mal sozusagen auf die, ich weiß nicht, ob Sie die Internetseite Achse des Guten kennen. Eine Seite sozusagen teilweise reaktionärer Sprachapologeten, die vor allem der gemeinsame Einsatz gegen die Political Correctness eint. Dort wird unentwegt und auf geradezu sarazineske Weise gegen die politische Korrektheit des linken Milieus gewettert. Man wird aber die kritisierte moralische Übersensibilisierung, also Hypersensibilität des, wenn man so will, linken PC-Lagers, nicht schon, um im Bild der Immunstörung zu bleiben, dadurch bekämpfen können, dass man umso grobschlächtiger sprachliche Klischees bemüht, auf die die Gegenseite dann wiederum nur hypersensibel reagieren muss. Diese medizinisch gesprochen Desensibilisierungsstrategie, die mag bei einer echten Pollenallergie wirken, aber kaum mit Blick auf die diskursive Immunschwäche, mit der wir es derzeit zu tun haben. Zugleich hat man es aber auf der anderen Seite oft mit einem moralistischen Alarmismus zu tun, mit einer rhetorischen Planierraupenattitüde, die über alles hinwegfährt, was auch nur von ferne den Anschein von Sexismus, Rassismus, Eurozentrismus, Imperialismus und all den anderen Ismen, die Ihnen so einfallen, Kapitalismus erweckt. Und damit kommen wir zum eigentlichen Problem. Man könnte jetzt sagen, ja, lass die doch. So, ne? Sind die halt beschäftigt. Ja? Längst hat sich ein Klima der diskursiven Hysterie ausgebreitet, das, wie mir scheint, auf fatale Weise immer mehr auch kritische und unabhängige Geister davon abhält, sich überhaupt noch öffentlich zu Wort zu melden. Weil man entweder befürchtet, selbst zum nächsten Opfer eines skandalisierenden Shitstorms zu werden oder aber von einer der beiden hysterischen Seiten ungefragt vereinnahmt zu werden. Wer einmal am eigenen Leib erfahren hat, wie schnell man im Netz oder in öffentlichen Diskussionen
bösartig missverstanden oder fehlinterpretiert wird, weiß, was ich meine. Doch auch eine daraus resultierende Vermeidungshaltung, das heißt eine vorschnelle Bereitschaft zum Rückzug aus hitzigen Diskussionen, ist, wie mir scheint, fatal. Dieser vorauseilende Gehorsam nämlich erinnert an den Reinlichkeitswahn vieler moderner Eltern, die glauben, dass sie ihre Kinder möglichst von jeder Art von Schmutz und Dreck fernhalten müssen, um fiese Krankheiten zu vermeiden. Letztlich aber tragen sie ja bekanntlich gerade dadurch zu einem vermehrten Aufkommen von Immunschwächen bei. Nehmen wir jetzt mal für einen Moment an, ich habe jetzt sowieso meine Brille an und sehe sie nur so halb, dass hier weder, sagen wir mal, im engeren Sinne Linksradikale noch im engeren Sinne Rechtsradikale sitzen, für die ich auch eine Botschaft hätte, aber die behalte ich mir für einen anderen Tag vor. Nehmen wir mal an, diese Veranstaltung ist eine Art Veranstaltung der Selbstverständigung oder Selbstkritik oder der Selbstvergewisserung im liberalen Lager. Die moralistische Hypersensibilisierung links wie rechts kann selbst auf Seiten kritischer und unabhängiger Geister, auf deren Stimme wir angewiesen wären, zu phobischen Rückzugsreaktionen führen und dem Wunsch, nicht länger anzuecken. Damit droht so manche kritische Stimme, die aus eher liberaler Sicht etwas zu sagen und zur Sache beizutragen hätte, im Gebrüll wechselseitiger Rechthaberei und moralistischer Selbstgerechtigkeit zu verstummen. Dies führt einerseits natürlich zu einer Verarmung der öffentlichen und politischen Debatte, letztlich aber vor allem auch dazu, dass die dringend notwendige Entmoralisierung oder Enthysterisierung ausbleibt. Was aber noch viel schlimmer ist, wenn sich freie Geister, ungebundene Geister nicht länger trauen, anzuecken im Diskurs, dann werden mehr und mehr bloß noch diejenigen, die diese Bedenken nicht haben, als letzte Verteidiger moderner europäischer Werte wie etwa der Meinungsfreiheit wahrgenommen. Und das sind nun mal oft auch Reaktionäre, Rechte, Rassisten und all die selbsternannten Retter und Ritter des Abendlandes, die wenig diskursive Vorsicht auf ihrer Seite haben. Oder aber auch all die so oft selbstgerechten Revolutionäre einer besseren, einer antirassistischen, einer antisexistischen, einer antiimperialistischen Welt, mit denen ich persönlich nicht einmal eine WG teilen würde. Wir haben echte Probleme, das ist klar, über die wir streiten müssen. Wir sind uns sehr wohl einig, dass wir Lösungen brauchen, zum Beispiel mit Blick auf die Zuwanderung, also ein Thema, was natürlich für Skandalisierung in jeder Hinsicht auch taugt. Aber welche Lösungen das sind, darüber müssen wir streiten. Wir müssen uns dabei nicht allzu sehr schonen. Wir müssen uns gegenseitig herausfordern, provozieren, in Frage stellen, natürlich auch kritisieren dürfen. Dies dient nicht zuletzt auch der Stärkung unserer verbalen, diskursiven Abwehrkräfte. Aber die von mir erwähnten Strategien moralistischer Übergriffigkeit einerseits und eben skandalisierenden Aufbauschens andererseits, die zerstören das Diskursklima. Nichts ist, wie mir scheint, für die Demokratie nachteiliger als eine hysterische moralistische Aufladung der Diskurse, die es uns letztlich unmöglich macht, noch weiter offen und kritisch über die Probleme selbst zu sprechen. Vielen Dank. Wir machen das mal so, dass alle, die jetzt konkrete Fragen haben, sich die ein bisschen merken, weil wir später eine große Runde haben mit allen Gästen heute zusammen und vielleicht könnte das dann einfach oder sie sich irgendwo im Kopf notieren. Ich will nur eine Frage stellen, weil ich in dieser Lage bin, die Frage einfach zu stellen, weil ich das Mikro habe. Diese Alice Salomon Gedichtschose, ist das eigentlich, wird das in so einem Lehrbuch am Ende stehen, weil daran sich wirklich alles so deutlich aufzeigt, wie Empörungsskandal und Moralismus funktioniert in der Reihenfolge? Ja, also ich habe die Diskussion geliebt, also auch aus der einer Entfernung. Ich war dann zwei Monate nicht in Deutschland und habe das aus der Ferne beobachtet, weil darin so alles drin vorkam, über was man so streiten kann. Ja? Also studentische Selbstbestimmung, innerdemokratische, also innerhochschulische Demokratie, Kunstfreiheit, Geschlechterverhältnis. Ich fand es eigentlich ganz toll. Und in der Tat werden darüber sicherlich
bei Transkript erscheinende Medienanalysen, dann Promotionen, vielleicht auch Habilitationen angefertigt. Darüber bin ich ganz sicher. Da sage noch einer, dass diese ganze Empörung für gar nichts gut ist. Dafür auf jeden Fall zum Lehren und Forschen. Und hat auch dazu geführt, dass diese Hochschule, an die ich dann wenige Wochen später berufen wurde, mit einem Schlag total berühmt war und ich niemandem mehr erzählen musste, wo ich hingehe. Also ich habe dann, jeder wusste, was? Dahin? Eine kleine Erfolgsgeschichte in der großen Empörungsstory. Vielen Dank, wir sehen uns später wieder. Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt geht's weiter und zwar, wir schauen uns die Medien genauer an, über die Entstehung, Struktur und Wirkung von Skandalen in den neuen Medien, neu in diesem Fall eingeklammert, wird jetzt gleich André Haller sprechen, er ist Kommunikationswissenschaftler und lehrt und forscht an der Uni Bamberg. Ich durfte schon in diese Präsentation reinschauen und vielleicht geht's ja Ihnen wie mir, ich war wahnsinnig erschrocken darüber, dass ich das Gefühl habe, mein Leben ist auch voll mit klugen Dingen, ich lese auch manchmal ein kluges Buch, ich kannte jeden einzelnen Skandal, der jetzt gleich angesprochen wird und sogar alle Perspektiven und so weiter. Es ist auch erstaunlich, wie sehr sich alles, was da so passiert, wirklich im Gehirn festfrisst und offenbar auch das andere kluge, reflektierte Zeug überlagert, das dann direkt wieder rausfällt. Ich freue mich auf den Vortrag von André Haller. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Das Thema Skandale treibt mich seit vielen, vielen Jahren um. Hat mich auch dazu bewegt, da meine Dissertation drüber zu schreiben. Nachdem das Buch fertig war, konnte ich das Thema 2 Jahre nicht mehr sehen. Das kennen vielleicht einige von den Studenten, wenn sie mal eine Abschlussarbeit geschrieben haben. Es hat mich im Magen gezwickt, als ich das Wort Skandal nur gelesen habe, aber jetzt bin ich wieder voll da und freue mich, Ihnen heute so eine Art Grundlagenkurs, eine Einführung in das Thema Skandale und Medien vorstellen zu können. Was wir vorhaben, zunächst ein kleines Grundlagenkapitel zum Thema Kommunikation über Skandale, Kommunikation im Skandal. Anschließend wollen wir uns die Veränderungen durch Social Media, vor allem durch Social Network Sites, anschauen, wie sich ein Skandal hier verändert hat, beziehungsweise auch nicht. Und Kapitel 3 ist eine ganz andere Sichtweise. Wir bewegen uns hier in dem Bereich des bewusst erzeugten Skandals, also wo Skandalisierte sich bewusst dem öffentlichen Kreuzfeuer aussetzen, um bestimmte Vorteile zu genießen. Das klingt zunächst erstmal ein bisschen bizarr, aber Sie werden sehen, ich hoffe, ich kann Sie überzeugen, dass es so etwas tatsächlich gibt. Wir steigen aber mit etwas Leichterem ein. Was Sie hier sehen, ist eine Schlagzeile, die schon etwas länger her ist, 2013. Wir sehen die Schauspielerin Jenny Elbers-Elbertshagen. Und wer kennt diesen Skandal noch? Es ging um eine Aktion im Fernsehen, wo sie angetrunken war. Einfach mal die Hand hoch. Doch, einige, ja. Interessant, ne? Weil wenn wir das Wort Skandal hören, denken wir zuerst mal an große Skandale, an Watergate, ja, an die Spiegel-Affäre, an Guttenblack und so weiter. Aber es gibt sowas auch und das führt uns auch gleich wieder zur Theorie. Also wie kann man Skandale definieren? Wir haben gerade schon eine schöne Einleitung gehört, dass die Empörung eine Rolle spielt. Ja, aber es gibt verschiedene Skandaltypen. Eine Art, Skandale zu unterscheiden, ist die Unterscheidung, man guckt sich den Verstoß an. Um was geht es denn überhaupt? Und was wir gerade gesehen haben, das war ein klarer Verstoß gegen moralische Erwartungen. Also man erwartet nicht, dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin betrunken im Fernsehen auftaucht, bei einer Sendung, die vielleicht auch von Kindern gesehen wird. Ja. Hier geht es erstmal nicht darum, dass es zwangsläufig rechtliche Konsequenzen haben muss. Also das ist der Unterschied zu dem zweiten Typus, den ich Ihnen auch gleich zeige. Beispiele dafür, ja, eigentlich die komplette Inszenierung von Oliver Pocher in seinen 2000er Jahren. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, man hat schon lange nichts mehr gehört von ihm. Oder eben dieses Beispiel mit Elbers-Elbertshagen. Der härtere Typus-Skandal ist der sich um rechtliche Verstöße dreht. Da ist es objektiv festmachbar, dass jemand gegen geltendes Gesetz, geltendes Recht verstößt oder verstoßen hat. In den meisten Fällen werden solche Verstöße dann vom Publikum auch moralisch bewertet, moralisch negativ bewertet, wobei es hier auch Ausnahmen gibt. Also wenn man sich den öffentlichen Diskurs um die Steueraffäre von Uli Hoeneß anschaut oder auch die Plagiatsaffäre um Karl Theodor zu Guttenberg,
dann werden Sie sich vielleicht erinnern, dass es durchaus Stimmen gab, die gesagt haben, ja, schon natürlich ein Verstoß, aber der Uli Hoeneß spendet so viel. Aber wer hat den nicht mal abgeschrieben in der Schule, in der dritten Klasse oder so. Sowas kam dann auch in Leserbriefen, teilweise in Kommentaren auch zu Wort. Hier haben wir das Beispiel Uli Hoeneß, letztendlich auch Kriminalfälle von Prominenten. Das zweite Unterscheidungsmerkmal ist der Typ der Sichtbarkeit. Dieser Skandal, den wir gerade gesehen haben zu Beginn von Elbers Elbertshagen, der lief öffentlich ab. Das war jetzt keine aufgedeckte Grenzüberschreitung, wo Investigativjournalisten rangegangen sind oder Zeugen sich gemeldet haben und zu Journalisten gegangen sind, sondern diese Art von Skandalhandlung läuft im Öffentlichen ab. Das habe ich mir versprochen, zuerst kommt die aufgedeckte. Verzeihung, ich kann hier nicht so richtig rumschauen. Also nochmal zu Beginn. Hier geht es um aufgedeckte Grenzüberschreitung. Das ist so der Klassiker, wo Skandalhandlungen aufgedeckt werden, beispielsweise durch Investigativreporter. Es sind häufig Whistleblower, also Informanten auch am Werk. Und hier haben wir das klassische Beispiel Watergate-Affäre, vorhin schon erwähnt. Oder die NSA-Affäre, die letztendlich ganz klassisch durch ein und dann mehrere Whistleblower aufgedeckt wurde. In dem Fall Edward Snowden. Wir zeigen nochmal für das Durcheinander, das wäre jetzt der sichtbare Verstoß. Diese Handlungen laufen nicht im Verborgenen ab, sondern werden dann öffentlich skandalisiert. Zwei Beispiele, einmal wieder aus der Popkultur. Michael Jackson bei seinem Besuch in Deutschland, wo er sein Kind, also ein Baby, vom Balkon runtergehalten hat, um ja, das Kind den Reportern, den Fans zu zeigen. War damals wochenlang Thema in der Boulevardpresse. Und da entspinnen sich dann auch andere Narrative natürlich. Es geht dann gar nicht mehr um die Handlung an sich, sondern um die Frage, ist Michael Jackson vielleicht psychisch krank? Ja, hat er Probleme, die Realität richtig wahrzunehmen und so weiter. Aus der Historie kann man jetzt schon fast sagen, die Jenninger-Rede aus dem Jahr 1988, wer kennt diese Rede noch oder den Skandal darum? Ja, das habe ich mir schon gedacht, bei jüngeren Leuten gehen die Hände nicht so hoch, ist im Kurs auch immer so in der Uni. Es war der Gedenktag der Reichspogromnacht im Deutschen Bundestag in diesem Jahr 1988. Philipp Jenninger war Bundestagspräsident, hat eine Rede gehalten vor Abgeordneten, vor Ehrengästen, vor geladenen Gästen. Und diese Rede, ich kann sie jetzt leider nicht abspielen, aber Sie können sie online nachhören. Die Rede ist im gesprochenen Wort sehr, sehr missverständlich. Er hat also das Stilmittel der erlebten Rede benutzt. Soll heißen, es kamen Sätze vor, ich übertrage sinngemäß, wer hätte es den Deutschen denn verübeln können, die Nationalsozialisten an die Macht zu wählen, weil schließlich gab es ja dann Aufschwung und so weiter. Also solche Satzkonstruktionen kamen vor. Wenn man die Rede liest, hat sie eine ganz andere Wirkung. Man erkennt sofort, er reflektiert über die vergangene Zeit, versucht dahinter zu kommen, warum es zu solch schrecklichen Verbrechen kam. Das Ende vom Lied war, er musste zurücktreten, ziemlich schnell. Und ein Kollege von mir, Herr König, hat mal eine sprachwissenschaftliche Analyse gemacht, hat auch mit Jenninger gesprochen damals. Und es ist immer wieder interessant, wenn man hört, wie Skandalisierte über ihre Fälle quasi nachdenken. Da stellt sich eine große Position der Ohnmächtigkeit ein. Also die Leute sind dann erstmal fast wie paralysiert, wissen nicht, wie sie reagieren sollen durch den öffentlichen Druck. Sie können nicht mehr einschätzen, wie die öffentliche Meinung eigentlich ist zum jeweiligen Fall. Also das waren auch bewegende Worte, die ich damals gehört habe bei einer Fachkonferenz, wo die Ergebnisse vorgestellt wurden. Kurze Zusammenfassung schließt auch schön an den ersten Vortrag von Herrn Pollmann an. Ein Skandal ist eine Überschreitung von moralischen und oder rechtlichen Grenzen. Diese Überschreitung muss sichtbar sein oder sie wird aufgedeckt. Und, fast schon der wichtigste Schritt, es muss zu einer gewissen Art Empörung kommen. Also es muss zumindest ein Teil der Öffentlichkeit empört sein. Und dieses Beispiel mit dem Gedicht an der Wand der Hochschule ist ein perfektes Beispiel, denn da sehen wir ja, dass die Empörung durchaus aus gewissen Zirkeln kam, also aus partiellen Öffentlichkeiten, aber letztendlich den Einstieg in die große Medienöffentlichkeit geschafft hat. Ganz wichtig noch, nicht alles,
ist überall skandalisierbar. Die jeweilige Skandalkultur legt den Rahmen für skandalisierbare Verstöße. Beispiel: In Deutschland diese Jenninger-Geschichte, auch Eva Herrmann, ihre Entlassung, da dreht es sich um kollektive Identität aufgrund der deutschen Geschichte, zu Recht. In den USA hingegen haben wir eher die Geschichten, dass es um Sexskandale, um Untreue, um auch Verstöße gegen religiöse Werte geht. Also nur zwei prominente Beispiele: Bill Clinton, na, die Lewinsky-Affäre damals, und Anthony Weiner, nicht so bekannt in Deutschland, war damals Abgeordneter und wurde dadurch bekannt, dass er eben über den Kurznachrichtendienst Twitter Intimfotos von sich öffentlich gepostet hat. Er dachte, er schreibt eine Direktnachricht, hat er gesagt. Das glaub ich ihm sogar, weil als Abgeordneter ist man dann nicht so unprofessionell und setzt sich so ins Fettnäpfchen. Interessant ist eben, weil wir vorhin auch gehört haben, die Geschichte mit Horst Seehofer, mit dem unehelichen Kind. Das hat nicht so gezündet und vielleicht liegt es an der jeweiligen Skandalkultur. In den USA wäre das ganz anders ausgegangen, denn in den USA, in angloamerikanischen Ländern, wird das private Verhalten auch immer übertragen auf die Eignung, ob jemand für ein öffentliches Amt geeignet ist. Nicht erschrecken, jetzt kommt eine kleine Übersicht. Was wir hier sehen, ist die Unterscheidung zwischen zwei Skandaltypen, nämlich dem lokalen Skandal oder wie es im englischen Original heißt, Localized Scandal, und dem medialisierten oder Medienskandal, wenn Sie möchten. Der lokale Skandal ist dadurch gekennzeichnet, dass es quasi keine Medienöffentlichkeit gibt. Da bringe ich immer dieses Beispiel: Stellen Sie sich ein Dorf vor im Jahr 1710 oder irgendwann in diesem Bereich, und in diesem Dorf wohnt ein Pfarrer, und es wohnen einige wenige Menschen, und es kommt heraus, der katholische Pfarrer hat ein Verhältnis mit einer Frau aus dem Dorf. Dann bewegen wir uns im Bereich lokaler Skandal. Wir haben den gleichberechtigten Zugang zur Öffentlichkeit. Das bedeutet, es gibt keine Journalisten, die Sprecherrollen verteilen an Skandalrezipienten oder an Skandalisierte oder Skandalisierer. Es wird nicht so lange gespeichert, denn es handelt sich dann meistens in den meisten Fällen nur um gesprochenes Wort. Also jemand wird skandalisiert in der Öffentlichkeit, in einer Gesprächsrunde zum Beispiel, in einer öffentlichen, in einer Krisensitzung, und er verteidigt sich, und nach der Lösung des Skandals ist dieser Skandal zumindest über den langen Zeitverlauf höchstens durch mündliche Überlieferung gesichert. Transgressionsgrad, klingt kompliziert, ist relativ einfach. Da geht es um die Art der Grenzüberschreitung. Man unterscheidet in der Skandalforschung zwischen primären und sekundären Grenzüberschreitungen. Die primäre, also die erste Grenzüberschreitung, ist die eigentliche Grenzüberschreitung von Werte oder Normen. Beispielsweise der Pfarrer, der ein Verhältnis hat. Die sekundäre Transgression wären alle Versuche, diese primäre zu leugnen, zu vertuschen. Beispiel aus der jüngeren Geschichte, die Gutenberg-Affäre: Da hatten wir in den ersten Wochen zunächst die primäre Grenzüberschreitung, die dann immer deutlicher wurde. Ja, es kamen immer mehr Beweise für ein massives Plagiat, und die sekundären Grenzüberschreitungen, das wäre das Leugnen von Karl Theodor zu Gutenberg, auch von Mitwissern vielleicht, die sagen, nee, ist alles in Ordnung. Und die sind in medialen Skandalen häufiger. Wir haben auch dann eben relativ wenig Recherche nach diesen sekundären Grenzüberschreitungen, ganz einfach, weil in kleineren Öffentlichkeiten die Menschen dann nicht so das Bedürfnis haben oder auch nicht die Möglichkeiten haben, weiter nachzubohren. In der Medienöffentlichkeit sieht es anders aus, denn diese sekundären Transgressionen sind wiederum gefundenes Futter für die Erhöhung von Klickzahlen, von Auflagenzahlen, von Einschaltquoten. Jetzt kommt die Skandaluhr, relativ bekannt in der Kommunikationswissenschaft, beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Skandalen und Medien beschäftigen. Es ist von Steffen Burkhardt weiterentwickelt worden. Das Ganze basiert auf einem Phasenmodell von Mediengeschichten. Und was wir hier sehen, sind fünf Stufen im medialisierten Skandal. Wir beginnen ganz unten, da ist die sogenannte Latenzphase. In der Latenzphase beginnt die Skandalisierung langsam. Es werden einzelne Schlüsselereignisse vorgestellt, beispielsweise eine Hausdurchsuchung bei einem Prominenten oder bei einem Politiker oder bei einem Wirtschaftsunternehmen. Es werden dann auch schon Protagonisten eingeführt, das kennen Sie vielleicht. Die ersten Berichte sind dann eher kleine Nachrichten, also kein Großbericht, und dann steht drin Hausdurchsuchung bei der Deutschen Bank oder bei BlackRock, wie wir es jetzt erst hatten.
und dann werden noch ein paar Personen eingeführt, wer denn der Vorstandschef ist, den kennen die meisten dann auch. Aber da ist noch nicht, gar nicht so viel bekannt, um was es eigentlich dann konkret geht. Das passiert erst in der Aufschwungphase 2. Hier werden die Schlüsselereignisse in einen Kontext gestellt, erklärt und dann auch interpretiert schon. Bleiben wir bei dem Beispiel der Hausdurchsuchung bei einer Bank zum Beispiel. Die Kontextualisierung würde dann so aussehen, dass Journalistinnen und Journalisten erklären, um was es da ging, was der Vorwurf ist und wer die Hauptpersonen sind und ob die da vielleicht auch mit drin stecken. Es geht dann relativ schnell in diese Etablierungsphase mit der Klimax. Klimax-Höhepunkt, wo dann eine Entscheidungsfindung stattfindet. Häufig, so hat es John Thompson hier geschrieben aus Großbritannien, ist an diesem Höhepunkt dann ein entscheidendes Schlüsselereignis wieder. Zum Beispiel eine öffentliche Anhörung, ein Gerichtsprozess, ein Untersuchungsausschuss in einem Parlament, der dann zu einer Entscheidung kommt. Und dann bewegen wir uns nach dieser Entscheidung in die Abschwungphase. Da wird die Entscheidung qualifiziert. Es gibt so eine Art Backup, so nennt es Steffen Burkhardt. Und in dieser Backup- oder Abschwungphase passiert Folgendes. Es wird zum einen öffentlich diskutiert, ob die Entscheidung richtig war, ob der Weg zur Entscheidung richtig war. Und gleichzeitig sehen wir häufig Journalistinnen und Journalisten, die dann auch über die Berichterstattung diskutieren. Beispiel Wolf. Ja, da gab es dann noch ein zweites Narrativ, nämlich die Geschichte, haben Journalistinnen und Journalisten hier richtig reagiert. Ist man richtig mit diesem Fall umgegangen oder nicht? Die letzte Phase, die Rehabilitationsphase, die betrifft dann größtenteils eigentlich den skandalisierten Akteur. In dieser Phase stellt sich raus, ob der die Skandalisierte denn wieder eingegliedert wird ins soziale System, in die Gesellschaft, vielleicht sogar wieder zum Posten zurück kann. Also wenn wir beim Beispiel Gutenberg bleiben, der wäre jetzt in der Rehabilitationsphase. Ja, weil er noch nicht wirklich aktiv in der Parteipolitik, in öffentlichen Mandaten wieder unterwegs ist. So, wie sieht das Ganze jetzt online aus? Herr Pörksen ist ja heute auch da. Er und seine Kollegin Hanne Dedl haben mal geschrieben, die Skandale in den digitalen Öffentlichkeiten, das sind entfesselte Skandale. Das stimmt, wir haben bestimmte Charakteristika in diesen digitalen Öffentlichkeiten. Der User ist gleichzeitig Produzent, es besteht eine theoretisch weltweite Reichweite von eigenen Auftritten, von Websites, von Social-Media-Accounts. Das Ganze muss man natürlich einschränken, denn die großen Abrufzahlen erreichen immer noch die großen Medienunternehmen, auch im Online-Bereich. Viralität kommt neu hinzu, allein durch diesen Teilen-Operator. Also egal, wie er jetzt heißt, bei verschiedenen Plattformen, der sorgt für eine virale Verbreitung von Inhalten. Der User, der einzelne Nutzer kann nun auch selber Whistleblower werden. Also es gibt große Medienunternehmen, die Süddeutsche zum Beispiel, wo man dann auch Informationen einschicken kann online, wenn man irgendwo einen Grenzverstoß wahrnimmt oder zumindest denkt, man hat einen wahrgenommen. Und User werden gleichzeitig zu Ermittlern. Perfektes Beispiel, diese Gutenberg-Affäre und alle anderen Plugs, die es danach gab. Da wurde eben ein Wiki-System eingerichtet und da konnte jeder, theoretisch jeder, mitmachen, selber suchen, nach Plagiaten suchen. Also ein kollaboratives Arbeiten. Zudem bieten Social Network Sites mit ihren Inhalten, mit den Accounts der Politiker, der Prominenten, der Unternehmen auch immer wieder ja, sozusagen Nährboden für neue Skandalthemen. Beispiel Trump. Ja, gewisse Tweets, die von ihm abgeschickt werden. Da kommen wir aber später noch dazu. Jetzt könnte man sagen, ja gut, eigentlich ist es ja nur eine neue Plattform, es kommen ein paar neue Spieler hinzu, der User darf jetzt mitmachen. Da würde ich sagen, nein. Also es gibt ein ganz bekanntes Buch von Andy Chadwick, Hybrid Media System. Er beschreibt hier eben die Abhängigkeiten und das Zusammenspiel von alten, in Anführungszeichen, und neueren Medien, beispielsweise von Printerzeugnissen und der Online-Umwelt, Online-News-Sites. Was heißt jetzt Interdependenzen, Dependenzen zwischen diesen beiden Medientypen? Naja, die sind beide voneinander abhängig in manchen Fällen, dann wieder unabhängig. Dann herrscht wieder ein eher parasitäres Verhalten, wenn beispielsweise Online-Medien Informationen von Offline-Medien klauen, faktisch. Aber im Skandal gibt es durchaus ein paar Beispiele dafür, um Ihnen das ein bisschen deutlicher zu machen. Beispiel Kölner Silvesternacht. Da gab es maßgeblich erstmal die Skandalisierungswelle online. Es war also nicht so, dass etablierte Medienunternehmen darüber berichtet haben, was nicht an den Medien lag, weil sie es vertuschen wollten, sondern da gab es auch wahnsinnige Kommunikationsprobleme im gesamten Informationsprozess, ausgehend von der Polizei.
Das war zuerst in Social Media, danach in der breiteren Öffentlichkeit. Die Gutenberg-Affäre, auch hier haben wir eine gewisse Interdependenz. Ohne Gutenberg hätte diese Geschichte noch viel länger gedauert. Ja? Also dann hätte man auf diesen Hinweis gehört, ja, über ein mögliches Plagiat, und dann hätten Experten darüber recherchiert oder vielleicht ein paar Hobby-Experten, ja, die dann in die Bibliothek gegangen wären und hätten gesucht. Oder Tweets von populistisch kommunizierenden Politikern. Also die Trumpschen Tweets beispielsweise führen regelmäßig zu einer wahnsinnigen Medienaufmerksamkeit. Im US-Wahlkampf 2016, als er noch nicht Präsident war, haben diese Tweets, haben seine öffentlichen Äußerungen dazu geführt, dass er wirklich Millionen und Abermillionen Geld eingespart hat für Fernsehspots. Es war einfach nicht mehr nötig, weil er die permanente Medienpräsenz hatte. Es gibt auch gerade eine schöne Analyse, die in einem Sammelband dazu erschienen ist. Sie können mir gerne schreiben oder so, wenn Sie daran interessiert sind, kann ich Ihnen den Literaturhinweis geben. So, das waren jetzt klassische Skandale, illustriert, die Theorie illustriert haben. Skandalisierter wird von Skandalisierern, meistens Journalisten oder Gegenspielern, angeprangert für sein Verhalten, und ein Skandalpublikum guckt drauf und beobachtet dies und darf auch kommentieren. Jetzt kommen wir zu einer neuen Form des Skandals, neben diesen klassischen Skandalen, die erst in den modernen Mediengesellschaften entstanden sind. Man kann festlegen, dass das gemeinsame Ziel von Politikern und auch Medienschaffenden die öffentliche Aufmerksamkeit ist. Also ich werde diese Theorie jetzt an zwei Beispielen, an zwei Dimensionen vorstellen. Zum einen die Dimension der Politik und die Dimension der Medienwirtschaft. Aufmerksamkeit im deutschen Wortsinn ist das Ergebnis selektiver Wahrnehmung. Sie sind jetzt im Moment hoffentlich aufmerksam, ja, und hören mir zu, verarbeiten das, was ich Ihnen hier zeige, und stellen Sie vielleicht schon Anschlussfragen. Ohne Aufmerksamkeit keine Kommunikation. Wenn dieser Saal jetzt leer wäre, könnte ich natürlich auch reden, aber es würde mir wahrscheinlich keinen Mehrwert bringen. Aufmerksamkeit ist zweitens ein sehr, sehr knappes Gut. Es gibt hier ein wunderbares Buch von Georg Frank aus Österreich, ist eigentlich Architekt, Städteplaner, und er hat ein Buch geschrieben über Aufmerksamkeit als knappe Ressource, als knappes Gut. Warum ist es knapp? Zum einen wegen der Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit. Wir haben nur ein paar Sinne und können nicht alles wahrnehmen, was um uns herum passiert, auf der Straße, hier, im Kino. Und wegen der Ausdifferenzierung des Mediensystems. Wir haben vor allem im Zeitschriftenmarkt, aber nicht nur da, eine unheimliche Vielfalt an Titeln, an Angeboten. Das Ganze wird natürlich noch verschärft jetzt durch die neu hinzugekommenen Akteure in der Medienwirtschaft im Online-Bereich. Also Netflix zieht Aufmerksamkeit ab von etablierten Fernsehsendern. Und das wird auch in Interviews immer betont: Wenn wir nur so und so viele Minuten am Tag Aufmerksamkeit abziehen, bedeutet das so und so viel Gewinn. So wird von Netflix argumentiert. Wie bekommt man jetzt Aufmerksamkeit? Naja, durch aufsehenerregende Aktionen, durch aufsehenerregende Strategien. Hier ein Beispiel auch aus der Geschichte. Der Spiegel aus dem Jahr 2000, die erste Staffel Big Brother läuft an in Deutschland. Es waren Wochen, monatelange Diskussionen, bevor diese Sendung gestartet ist, ob sowas überhaupt gezeigt werden darf. Ob sowas moralisch erlaubt ist, ob man vielleicht sogar rechtlich dagegen vorgehen soll. Also damals haben sich nicht nur Politiker eingeschaltet, auch Kirchen, und die Debatte, ich war damals, glaube ich, 16, 17, hat mich da auch voll erfasst. Jeder hat drüber diskutiert, wirklich jeder. Und es hat auch dazu geführt, dass jeder eingeschaltet hat. Also nicht jeder, aber sehr, sehr viele Menschen. Und diese erste Staffel war und ist bis heute die erfolgreichste in der ganzen Sendereihe. Natürlich haben hier die Macher auch bewusst geplant. Es wurden dann auch Pressemitteilungen versandt, als diese Sendung anlaufen sollte, die schon das Skandalträchtige quasi verpackt hatten. Also man hat hier Journalisten und öffentliche Akteure auch gelockt damit. Und es hat funktioniert. Interessanterweise, die nächsten Staffeln waren weniger erfolgreich, was vielleicht auch daran liegt, dass dann so eine Art Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Wir kommen nachher aber noch dazu. Da gibt es auch eine schöne Studie. Margret Lühnenburg und Kollegen haben eine Untersuchung über Provokationen, die dann letztendlich auch skandalisiert werden können, im Reality-TV gemacht. Die Frage war, welche Rolle spielen Provokationen, Skandalisierung in diesen Formaten? Und es war ein Multimethodendesign. Ich möchte Ihnen nur zwei kurze Ergebnisse zeigen, nämlich die Ergebnisse einer quantitativen Inhaltsanalyse der Sendungsinhalte. Also wie häufig wurden Provokationen eingesetzt
und Experteninterviews beziehungsweise ein Ausschnitt von einem TV-Verantwortlichen, der auch befragt wurde dazu. Wir kommen zunächst zu dieser quantitativen Analyse. Hier sehen Sie die sechste Staffel Deutschland sucht den Superstar aus dem Jahr 2009 mit den einzelnen Folgen, insgesamt 20 Folgen. Und die Wissenschaftler haben gemessen, wie viele Provokationen pro Folge stattfanden. Und wir sehen hier gleich zu Beginn relativ große Peaks, 5 jeweils, und zum Schluss dann nochmal 4. Also das heißt, man kann sowas identifizieren. Es ist immer schwierig, sowas zu messen. Man braucht ein gutes Kategoriensystem und damit wirklich jeder auch ähnlich kodiert, so nennen wir das. Das Ganze wird auch gestützt durch die Interviews mit den TV-Machern. Also hier Peter Petermann, Werbevermarkter, Pseudonym natürlich, sagt hier, ich glaube, dass es sich logischerweise steigert, die Skandalisierung, und steigern muss, weil es ja sowas gibt wie einen Novitätseffekt. Das heißt, grundsätzlich funktioniert Skandal oder Provokation oder Schock so, dass es auf dem Schockeffekt, das heißt auf dem Neuen beruht und dass sich irgendwann abnutzt, und dadurch muss natürlich die Schraube angezogen werden. Und er bringt auch das als Beispiel, nehmen wir mal das Theater, wir hatten vorhin das Beispiel von Herrn Gottberg gehört, über die Filme. Beim Theater ist es nicht anders, wenn im Jahr 1960 oder 70 jemand nackt auf der Bühne stand, war das noch ein Schocker. Heutzutage kein Ding mehr. Da würde man wahrscheinlich im Feuilleton schreiben, also abgedroschen. Jetzt kommen wir in die Politik. Wer kennt dieses Plakat? Das würde mich mal interessieren. Was Sie hier sehen, ist ein Plakat der Schweizerischen Volkspartei, der SVP, eine rechtskonservative Partei. Was Sie auch sehen, sind erstmal niedliche Schäfchen, die beim genaueren Hinsehen aber eine gewisse unterschiedlich dekodiert werden können. Also wir sehen zum einen eine Schweizer Flagge, die so eine Art Grenze markiert, der Schweiz, und wir sehen weiße Schafe, die ein schwarzes Schaf hinauskicken. Das schwarze Schaf wird entfernt. Jetzt kann man das natürlich auch so lesen, weil es sich um eine Kampagne zur Initiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer handelte, dass hier auch auf Hautfarbe dekodiert wird. Also diese Kampagne wurde gefahren im Jahr 2007 zur Parlamentswahl, aber auch zu dieser Initiative, also zum Plebiszit. Und dieses Plakat war überall in der Schweiz zu sehen, in Werbespots. Es gab sogar ein richtig niveauloses und geschmackloses Online-Spiel, wo man quasi nicht mit Schafen, sondern mit Zottel, das ist ein Ziegenbock, also das Symbol der Schweizerischen Volkspartei, der ist auch immer bei Tagungen dabei und so, also ein echter Geißbock, den muss man dann steuern, musste man steuern, und man konnte schwarze Schafe quasi von der Schweiz entfernen. Das Spiel war ein ziemlicher Hit, wurde dann aber auch wieder abgeschaltet, weil die Kritik dann doch zu krass war. Es ist noch in die Geschmacklosigkeit gekommen, dass man in diesem Spiel auch noch Grüne aufhalten musste, die mit Bussen die Schafe wieder reinfuhren. Also es ist total absurd. Man sieht schon, man hat bewusst also versucht, eine Gamification des Populismus quasi herzustellen. Ja, was ist dann passiert? Es gab Skandalisierungen durch verschiedene Gruppen in der Gesellschaft. Die israelitische Kultusgemeinde, der Gemeindebund in der Schweiz hat sich eingeschaltet. Die Schweizer Grünen haben das Ganze in vielen, vielen Presseaussendungen skandalisiert. Es gab Künstleraktionen vor der Wahl, wo Künstlerinnen und Künstler SVP-Flyer, SVP-Logos mit Hakenkreuzen verunstaltet oder gestaltet haben, quasi, um Kritik zu äußern, um ihren Unmut zu äußern. Eine Partei hat sogar Anzeige erstattet wegen Verstoß gegen das Antirassismusgesetzes. Der UNO-Beauftragte hat sich eingeschaltet, also der UNO-Sonderbeauftragte gegen Diskriminierung, Dudu Dien damals. Und das ist sehr ungewöhnlich, sogar die damalige Bundespräsidentin Kalmar Rey von den Sozialdemokraten hat sich öffentlich dagegen ausgesprochen. Und das ist für die Schweiz, auch für deutsche Verhältnisse, eher ungewöhnlich, dass eine Bundespräsidentin, ein Bundespräsident sich relativ schnell einschaltet. Also da muss schon viel passieren. Interessant ist auch, das habe ich jetzt nicht dabei, weil es den Rahmen sprengen würde, die Berichterstattung im Ausland war massiv. Also die Berichterstattung im Ausland gegenüber dieser Kampagne war sowas von negativ. Es wurde dann von Europe's Heart of Darkness geschrieben, die Schweiz quasi als dunkles Herz Europas. Was, so meine These, auch zur Mobilisierung für die SVP beigetragen hat. Denn wenn sich irgendjemand gegen eine soziale Gruppe verschwört, wenn jemand attackiert, dann schließt sich diese soziale Gruppe, in dem Fall die Kernwählerschaft, noch stärker zusammen. Die Exit-Polls haben auch gezeigt, dass die SVP
viel, viel, viel mehr Stammwähler mobilisieren konnte, die bei der letzten Wahl schon für die SVP gestimmt haben, als die anderen Parteien. Ich nenne das Ganze intendierte Selbstskandalisierung, bewusste, also absichtliche Selbstskandalisierung. Die liegt vor, wenn Grenzüberschreitungen wiederholt oder verstärkt werden. Das heißt, wenn Akteure dann nicht gleich zurückrudern, sondern eher langsam oder wieder verstärken, wie hier beim Beispiel der SVP. Es handelt sich immer um öffentlich ablaufende Skandale, das ist klar, sonst wäre das Ganze auch nicht so effektvoll, beziehungsweise würde dann, wenn jetzt so eine Kampagne geplant werden würde und man würde es darauf anlegen, dass es jemand aufdecken kann, dann hätte man gleich diesen Frame dabei, die versuchen, was zu vertuschen, was sie nicht an die Öffentlichkeit bringen wollen, weil sie sich nicht sicher sind selber. Es gibt medialisierte und inszenierte Ereignisse. Ein inszeniertes Ereignis wäre in diesem Fall die Präsentation der Werbekampagne vor Journalistinnen und Journalisten. Das ist nicht unüblich, das macht jede große Partei in Europa so. Aber interessant ist, bei dieser Pressekonferenz damals hat eben der Parteisekretär, der Chef, gesagt, in der Kampagne geht es uns nicht um alle Ausländer, sondern nur um die Kriminellen. Also dass man gleich was reinlesen würde, so seine Worte, dass es irgendwie um Rassismus geht, das ist völlig fehl am Platze. Das heißt, er hat nochmal erklärt, was eigentlich der Skandal ist, ja, bei der Präsentation dieser Plakatserie. Und es handelt sich eigentlich immer um moralische Grenzüberschreitungen. Klar, wir haben gesehen, es gab eine Anzeige, die ist aber eigentlich verpufft. Ein anderes Beispiel, das jetzt dagegen spricht, wäre Geert Wilders mit seinem Film Fitna. Ein sehr, sehr skandalumwitterter Film, in dem er den Islam massiv kritisiert, beleidigt teilweise auch. Da wurde er letztendlich auch vor Gericht gezerrt. Aber ich glaube, damit hat er auch kalkuliert. Und wie sieht es in Deutschland aus? Naja, da haben wir auch bewusste Provokationen, Skandälchen, größere Skandale. Hier die Sendung Wie geht's Deutschland? Kurz vor der Bundestagswahl, als Alice Weidel den Raum verlassen hat. Ich glaube, Andreas Scheuer hat vorher etwas gesagt. Irgendwie hat das Wort Rassisten in den Mund genommen oder Rassismus. Und sie hat dann den Saal verlassen, was auch dazu geführt hat, dass danach die Berichterstattung auch in die Richtung ging. Es ging nicht nur um Alice Weidel, aber das war auf jeden Fall ein Aufreger. Es gab danach, relativ kurzfristig nach dieser Sendung, dann auch schon einen ersten Post von der AfD, der ziemlich gut vorbereitet war, so wie es aussah, der sich also auch damit beschäftigt hat, dass sie unfair behandelt wurde von der Reporterin und auch von den Kollegen. Oder hier die Aussage von Alexander Gauland. Es war kein konspiratives Treffen, ja, es war ein öffentliches Treffen, wo auch letztendlich Journalisten, vor allem aus dem rechtspopulistischen Lager da waren, Publizisten. Die Aussage, stolz auf deutsche Soldaten, dürfe man schon sein. Was auch wiederum zu einer Folgeberichterstattung geführt hat. Ja, kurzes Fazit. Reguläre Skandale sind im Idealfall Messinstrumente. Das ist die funktionalistische Sicht auf Skandale, die empirisch nicht immer haltbar ist. Aber ein Beispiel, Gedankenexperiment, stellen Sie sich vor, es würde ab morgen überhaupt nicht mehr über Skandale berichtet werden. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Entweder alle sind brav, alle halten sich an Regeln, oder es ist irgendwas dysfunktional. Und zweiteres wäre wahrscheinlicher. Skandalbericht ist erstmal ein Zeichen dafür, dass jemand wacht, dass nicht alles durchgeht. Echte Skandale sind grundsätzlich reputationsschädigend. Also es gibt selten Fälle, wo Skandalisierte dann rausgekommen sind und quasi sagen konnten, ja, jetzt stehe ich besser da. Wenn wir uns das Internet anschauen, wir haben ein Wechselspiel zwischen alten und neueren Medien. Der Skandal ist entfesselt, ja, aber die älteren Medien spielen immer noch eine große Rolle, weil sie eine große Reichweite haben. Wir haben gesehen, dass es intendierte Provokationen gibt, um Aufmerksamkeit zu erringen der Wählerschaft und auch der Journalistinnen und Journalisten, die dann aufspringen letztendlich. Und wir sehen, dass Skandale in allen möglichen Feldern sind. Beispielsweise Religion, Sport, Wirtschaft, aber auch Politik. Deshalb könnte man sagen, Skandalogie könnte nicht ein eigenes Fach sein, aber ein eigener Fachbereich, der interdisziplinär angelegt ist. Und das sieht man auch. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Buch veröffentlicht mit Skandalforscherinnen und Forschern aus allen möglichen Fächern. Wer sich dafür interessiert, kann sich auch gerne an mich wenden. Vielen Dank nochmal, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auch auf die Diskussion.
Wieso hat denn Herr Haller so schnell geredet am Ende? Natürlich, weil jetzt die Pause dran ist. Aber André Haller, Arndt Pollmann, dazu noch Wolfgang Schmidbauer und Bernhard Pörksen werden Sie gleich wieder erleben in 30 Minuten nach der Pause. Kleiner Hinweis noch, der eben angesprochene Georg Frank, der wurde in der aktuellen TV-Diskurs zum Thema Aufmerksamkeit, nicht der aktuellen, der TV-Diskurs zum Thema Aufmerksamkeit interviewt und das Heft finden Sie draußen oder können es auch auf tvdiskurs.de online nachlesen. Jetzt erstmal total entspannte Pause, nicht streiten, nicht verschlucken. Um 16.50 Uhr geht's hier weiter. Bis gleich.